Hallo, meine lieben Pferd- und Ponyfreunde, eure Casuel grüßt euch. Wir haben heute den 28. Dezember. Ja, hier befindet sich der auf der Tasse bei den guten Damen mit dem Kakao, nehme ich mal an. Wir gucken uns an, was da schönes drin ist. Ah, cute. Die Schleife, die zweite Schleife, die dazu passt zum Pferdeschweif, also zu der Schleife, wo für den Pferdeschweif war. Ah, das ist ja nice. So, wollen wir mal eintauschen? Ich habe mich ja schon mal extra in Star Stable eingeloggt. Gutscheincode, bitteschön, gib mir den her. Danke. Dann wollen wir mal reingehen und uns die hübsche Schleife ansehen. Aber wie immer, Bildschirmaufnahme weg, sonst haben wir dann wieder das Problem, dass sich der Charakter nicht bewegt. So, habe ich schon passend angezogen, damit ihr das ganze Set sehen könnt. Das ist mir wichtig, wie das dann das Ganze auch wirkt und alles. So, Star Stable, ich danke dir für das wunderbare Outfit. Aber wenn wir hier schließen, komm. Und wir drehen uns an. Nein, warte mal. Wir sehen ja die Blume auf der Seite. Oh, guckt euch das an. Ich mag diese Schleifen. Auch dieses vom grünen Set, was da mal kam, wo man im Shoppingcenter holen konnte. Da gab es ja auch so hübsche grüne Schleifen. Und ich bin echt begeistert. Das sieht doch echt toll aus, oder? Jetzt fehlt nur noch die Tasche hier. Ich denke mal, die kommt bestimmt auch noch. Ja. In allem würde ich sagen, ist das echt gut gelungen, dieses Jahr mit dem Kalender. Ich habe nur von Leuten gehört, dass es letztes Jahr nicht so pralle war, nicht so toll. Ich war das letzte Jahr noch nicht dabei, aber ich bin begeistert. Also ich muss schon sagen, mir gefällt auch mittlerweile die braune Hose wirklich gut dazu, weil wir auch hier den braunen Sitz haben, wie ich das letztes Mal schon gesagt habe beim Video. Also wirklich wunderbar. Ich wünsche euch noch eine frohe Zeit und was ich euch noch wünschen kann, jetzt schon mal viel Spaß mit dem Neujahrsupdate. Und ja, ich hoffe, dass dann euer Rutsch ins neue Jahr genauso wird, wie euch das erwünscht und eure Vorsätze auch so kommen, wie ihr das gerne hättet. Und ich hoffe auch, dass bei euch, dass ihr alle Weihnachtswünsche, die ihr hattet, erfüllt wurden. Ja, meine lieben Pferde- und Ponyfreunde, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Und wieder mal bye bye. Bis zum nächsten Mal.